Jo, moin Freunde, neues Video. Heute wollen wir mal in den Ableger reingucken, der hier zu Hause steht. Der ist immer irgendwie hinten runtergefallen. Ich habe da dieser noch gar nicht reingeguckt. Außer, dass wir im Frühjahr noch mal ein bisschen nachgefüttert haben. Wie gesagt, aktuell keine Ahnung, wie der Stand der Dinge ist. Noch steht er hier. Ich habe nochmal einen Deckel rumgedreht. Ich mache jetzt mal Rauch an und dann gucken wir mal zusammen rein. Vom Gewicht her ist er jetzt ein bisschen besser. Aber was innen drin wirklich los ist, keine Ahnung. Wir werden zusammen rausfinden. So, machen wir mal Rauch an. Viel brauchen wir nicht. Ist ja nur gerade die paar Waben einmal durchgucken. Vielleicht reicht das schon. Na, ich glaube eher nicht. Ja, komm, wir machen noch einen Pappen hinterher. Ist ziemlich windig, ich hätte so ein anderes Feuerzeug mitgeholt. So, da muss aber jetzt reichen. Habe ich jetzt beschlossen. Fertig. So. Jetzt haben wir wieder weg. So. Dann baue ich jetzt mal gerade die Kamera um und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also nicht wundern, ich habe die jetzt gerade nur rumgedreht, damit ich besser dahinter stehen kann. Kommt nachher wieder zurück, wo sie herkamen. Aber der ist relativ laut. Den legen wir aufs Seite, das brauchen wir nicht. Hier geht also viel ist nicht drin los. Also sind die letzten Tage vermehrt geflogen, also irgendwo passieren tut was. Wir werden es jetzt sehen. Also hier haben sie minimal Nektar eingetragen. Erstmal ein bisschen Futter drauf. Hier ist Pollen und auch was frischer Nektar. Hier auch in dem Bereich zumindest. Wenn dann nichts mehr taucht oder die Königin. Ah doch, hier kommt jetzt Brut. Doch. Da haben wir sie doch. Also wie gesagt, Brut ist vorhanden. Eier sind auch da. Also die sind einfach nur noch relativ klein. Gut, da ist jetzt weiter kein Problem. Pollen tragen sie auch ein. Ja, also Eier sind auch definitiv drin. Hier in dem Bereich ist auch noch was Futter. Ja, also bis zum Sommer hat der sich definitiv auch gemacht. Wie gesagt, das ist ein Ableger. Der läuft so parallel einfach mit. Ja, da sind auch überall Eier. Hat auch einen ganzen Schwung auch verdeckelte Brut für die Größe, also da kommen die nächsten Tage schon noch einige Bienen nach. Ich kann ja das überhaupt so sehen.
Ja. Die Königin hätte ich ganz gern noch einmal kurz gesehen. Also hier sind noch junge Bienen drin. Die ist ganz frisch geschlüpft, da die. Hier ist auch frischer Nektar drin. Ja, also die brauchen einfach noch Zeit. Das ist halt so. Wie gesagt, die haben halt auch ganz normal hier überwintert, kommt über wieder rein. Aber den König kann man jetzt nicht sehen. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, also die brauchen jetzt einfach Zeit. Da auf der Biene, da auf der, könnt ihr das sehen? Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier mit der Kamera erkennen kann. Die da, da ist eine Varroa-Milbe drauf. Da ist mir schon ein paar verschiedenen Völkern aufgefallen. Also ich glaube, wir haben dies einen relativ hohen Varroa-Druck, zumindest mal hier. Obwohl eigentlich hätte es ja viele gefallen sind. Da ist auch die Königin. Da. Ja, also die haben wir auch gesehen. Dann haben wir erstmal alles. Dann bauen wir den wieder zusammen hier. Ja, also verhungern tun die erstmal nicht. Sollen sie auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal gerade oben rein. Ja, war das erstmal gewesen. Wir wissen, was Sache ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Also macht es besser. Nicht vergessen, Daumen, Abo und schreibt mal einen Kommentar drunter. Wie wir apropos Kommentar, wie macht ihr das denn mit der Varroa-Behandlung? Wäre natürlich mal ganz interessant. Leider ihr Thema, kennen wir ja seit Jahren. Schreibt doch mal drunter. Ich denke, da kann man sich ruhig mal austauschen. Also, macht das besser. Noch mal zurück, um zu zeigen, dass die Bienen noch wieder zurückfinden. Gerade nur rumgedreht, einmal rumgelaufen. Geht noch ein Stück auf Seite. Da kommen sie wieder nach Hause. Also kein Grund zur Panik. Seht ihr, dass sie fliegen an. Ja, so, jetzt bin ich aber weg. Also macht es besser.